So, sie sind verhaftet, weil sie geflüchtet sind. Sie haben sich der Verhaftung widersetzt und ich bug im Auto. Okay. So, und ich muss das Ding hier mal abschleppen. So, wir machen die Tür jetzt zu, weil... Ah! Jetzt gehen Sie bitte... Steigen Sie hier nicht auf. Wieso tötet man die Leute instant? Gosha Garmin and a white 3 on my body. I'm an icon and my girl about a 10. I should fuck her in the best. Make a city run my hometown. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir. Ja. Wir haben mitten in der Nacht, beziehungsweise haben wir am Morgen. Und wir steigen mal in unseren wunderschönen Crown Victoria, den ihr ja mittlerweile kennen solltet. Den haben wir auch schon seit 50.000 Folgen. Ja, ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, noch für die Aufnahme, damit man hier ein bisschen wacher wird. Pursuit of Heavily Armed Suspect. So, kann man machen, oder? Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, damit das hier ein bisschen, damit ich hier ein bisschen wacher werde. Weil Schule war heute jetzt nicht allzu abwechslungsreich. Und dann muss ich mir erschreckend feststellen, dass wir keine Milch mehr hatten. Keine Milch im Haushalt ist nicht gut. Und jetzt habe ich umso mehr Zucker reingetan. So, das ist die Story von heute. Jetzt geht's aber hier los mit LSBDFR. Ich hoffe, die Story hat euch jetzt nicht zum Weinen gebracht. Wie komme ich jetzt hier vorbei? Komme ich durch die Stipfel hier? Ja, da kommen wir durch. Ja, guck mal. Den Schaden zahlt dann nachher die Wache. Jetzt haben wir erstmal ein Heavily Armed Vehicle. Das heißt, wir holen Air Support und Local. Aber eigentlich müssen wir gleich SWAT holen. Ein bisschen. Weil, wenn wir hier Heavily Armed Vehicle haben, dann ist das nicht gut. Eigentlich sind wir dafür auch gar nicht zuständig, fällt mir gerade ein. Aber naja. Das sparen wir schon irgendwie. Ah, geht sie aus dem Weg. Die schießt aber nicht, oder? Das brauchen wir nicht mal. Was ist denn daran mit der Heavily Armed? Oder sind die Leute bewaffnet? Oh, warte, der hat sich, glaube ich. Guck, wie viel sind da drin, Alter? What the fuck? Alle voll, oder? Alle Sitze. Ja. Okay, das heißt. Okay, alles klar. Ich bin down. Alles klar. Alles klar. Kann ich kurz einen Schluck von meinem Kaffee nehmen? Moment. Bisschen heiß. Die Geschichte ist super, ne? So. Jetzt haben wir. Okay, alles klar. Ich weiß, warum Heavily Armed. Alles klar. Wir brauchen eine richtige Karre. So. Ich mach wieder, ne? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich draufgehe. Ob wir dann sagen, so, ja, selber schuld. Oder ob wir dann sagen, nee. Ob wir dann sagen, wir gehen mit der Zeit wieder dahin, wo wir gestorben sind. Oder ob wir die Zeit so annehmen, quasi. Das könnt ihr natürlich sehr gerne entscheiden. Jetzt haben wir natürlich den Einsatz nicht mehr. Oder? Den haben wir nicht mehr, oder? Nope. Okay. Was haben wir? Domestic Disturbance. Ja, machen wir mal, oder? Wir machen Code 2. Ich glaube nicht, dass der Code 3 benötigt wird. Und fahren wir mal hin. Ich finde es übrigens schön, dass ihr die Folgen so gut annehmt und dass ihr die so gerne schaut. Das hat mich sehr gefreut, vor allem vorgestern. Die Folge kam recht gut bei euch an. Das freut mich, dass ihr dieses Projekt so mögt und deswegen werde ich das natürlich auch weitermachen. Ja, das wollte ich nur mal eben so sagen. Aber jetzt fahren wir mal dahin. Habe ich eigentlich die Lautstärke hier von Ingame auf ganz hoch? Das ist wichtig für später. Ja, habe ich. Okay, gut. Weil sonst muss ich beim Schneiden wieder irgendwie 20 Dezibel höher stellen. Und dann hört sich der Ingame so ein bisschen crappig an. Und es fällt zwar nicht so auf, aber Qualität ist mir schon sehr wichtig bei mir. So. Wir fahren hier mal hin. So, wir haben irgendwie morgens. Was ist nochmal das? So, mein Gott. Guten Tag, sind Sie der Ansprechpartner? Nö. Sind Sie der Ansprechpartner? Ja, oder? Einer meinte, mit Y kann man reden. Ich weiß aber allerdings jetzt nicht, ob das bei dem Call-Out-Bing dabei war. Weißt du, dass man sich auch nicht auf ein Ding hier auf ein Ding einigen kann, ne? Das Y, das Z vielleicht. Maul! Ja, okay. Oh, das tut mir leid. Hallo. Ich hätte gerne mal ihre ID. Ja. Ich hätte gerne mal ihre ID. ID. Wie komme ich nochmal ins Menü? So. Mein Gott, ich vergesse es immer.
Marius Löb. Das klingt doch sehr deutsch. Ja, es tut mir leid, dass ich anrempeln muss. Suspect is suspended. No active... Hab ich den getötet? Oh. Das tut mir jetzt so ein bisschen leid, dass ich sie getötet habe. Jetzt heißt es wieder, Cops sind rassistisch. Weißt du, jetzt weiß ich auch, wieso in den USA, wieso da so oft die Leute, wieso da so oft der Skandal wegen schwarzen Cops und so, wegen Cops töten Schwarze und so, ne? Beziehungsweise der Rassismus hier, ja? Weil die nämlich die Opfer immer in die Ecke drängen und dann sterben die. Nee, ist aber echt nicht geil, weil... Na gut, können wir mit ihnen reden. Weil, warte mal, ich glaube, wir holen erstmal für den jungen Herrn hier ein Corona. Also das finde ich gar nicht nett. So, mit ihnen möchte ich jetzt mal ihre ID haben und hoffentlich remple ich sie nicht zu Tode. Das wäre sehr schön. But Devil. Director Rarens License ist well. Okay, mit ihnen ist in Ordnung. Sie kriegen also nur eine Verwarnung und der hier wird dann... Oh. Er hält sie an der Kamera fest. Kann ich da eigentlich die Treppe runterstoßen? Ey. Nein, nicht, nein, 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 LS, okay, zum Glück ein LSPFA. Ich möchte noch. Hab ich noch getötet? Nee. Gut, LSPFA ist gerade gecrashed. Da müssen wir kurz, so. Nee, warte, erstmal müssen wir reload all. Ich lasse das jetzt mal drin, ne? Das dauert jetzt auch nicht allzu lang. Lalala, reload all. Das dauert jetzt kurz ein bisschen, so dann kann ich mal was mit dem Kaffee trinken. Vielleicht schalte ich es auch raus, ich weiß es noch nicht. So, und jetzt müssen wir nochmal kurz den Officer. Ah, oh, wir schützen ja. Okay, perfekt. Jetzt lädt er quasi nochmal alle Plugins. Und jetzt kommen wir auch hier wieder rein. Okay. Ah, das lasse ich drin. Das hat jetzt nicht allzu lange gedauert, oder? Wir haben jetzt. Genau, wir kriegen Einsätze. Perfekt. Patrol Theft. Haben wir eigentlich auch schon lange nicht mehr gehabt. Wir nehmen das mal eben an. Den Einsatz hier haben wir jetzt einmal abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt hätte machen können. Und fahren wir zum Patrol Theft. Da müssen wir aber eigentlich gemeinsam mit Code 2 hinfahren. Es ist jetzt nicht so dringend, als dass wir da irgendwie Code 3 benötigen. Also, manchmal habe ich so ein Gefühl, es ist ziemlich ruhig, wenn wir das hier spielen. Was, glaube ich, daran liegt, dass wir in der Folge noch nie die Sirene verwendet haben. Oder nur am Anfang kurz. Das habe ich aber schon öfter. Wenn ich LSPV aufnehme, dann denke ich immer manchmal, es fehlt was. Aber es ist einfach nur, dass wir immer mit Code 2 fahren, weil es sich einfach nicht anbietet. By the way, ich habe eine neue Mod drin, dass die Autos in höherer Auflösung sind. Die NPCs. Also die NPC-Cars. Das heißt, wir müssen uns kurz nochmal die Waffe geben. Fällt mir gerade auf. Hier, Combat Pistol. Das heißt, hier zum Beispiel der Reifen, den kann man jetzt richtig gut lesen. Beziehungsweise da steht jetzt was drauf. Ich glaube, in der Vanilla steht da nichts drauf. Und auch hinten die Eckscheiben. Sieht alles ein bisschen hoch aufgelöster aus, sag ich mal. So, jetzt gehen wir mal mit dem Herrn hier. Guten Tag. Das Lustige ist, wobei es könnte auch ein Mitarbeiter sein, aber eigentlich, naja, ne? Hey Officer, welcome to my petrol station. Unfortunately, I have been getting a lot of thefts recently. I caught this one on CCTV. Let's take a look, shall we? Nö. Ich mach hier nix, ja, ich verpiss mich jetzt. Was ist das nochmal? Ich vergesse die Karre immer, die das geile Handling hat. Ah, wie heißt die nochmal? Ich vergesse es immer. Wie heißt die? Dukes ist es, glaube ich. Dukes. Was ist Silver Color Dukes, genau. The license plate was... They took off in that direction. Ja, okay. Darum kümmern wir uns natürlich direkt... Silver Colored Dukes. Den entdecken wir auch recht schnell. Und die Karre hat ein Handling aus GTA 4. Deswegen, ich liebe, das ist mein Lieblingsauto in GTA, by the way. Wegen dem richtig geilen Handling. Also eigentlich ist es richtig schwammig, aber ich liebe das. Ich liebe das, wenn die Autos so ein schwammiges Handling haben. Aber ist ja jetzt egal. Den müssen wir auf jeden Fall suchen. Das hier ist kein silberner. Ah, wo ist er denn? Ist er da unten vielleicht? Aber wir fahren mal hier ohne. Huch, na, ja, warte, so. Und jetzt aus, so. Aha, ich glaube, wir haben den Suspekt. So. Warten Sie mal bitte.
Nee, fahren Sie mal ein bisschen woanders hin. Fahren Sie mal. Ja, hier ist besser. Guck mal. Ja, hier seht ihr schon das Handling. Das ist ein bisschen anders als die anderen Autos. Okay, er haut ab. Jetzt gleich seht ihr das Handling nochmal in Aktion. Zumindest mit der Mod. Ich weiß gar nicht, wie das Handling in Vanilla ist. Ich habe ja wieder für das eine Mod drin, so wie für fast alles in GTA. Also ich spiele eigentlich gar nichts mehr aus dem Reihen, außer die Map vielleicht. Weil selbst die Straßen sind ja in einer anderen Textur. So. Bleiben Sie bitte stehen. Müssen wir aber schnell kriegen, weil die Karre hat echt für Verfolgungsjagden nicht allzu geeignetes Handling. Ja, guckt es euch an. Der Schlitter, der hat einen Unfall gemacht. Das Täter hat einen Unfall gemacht. Ey. Ja. Schauen Sie aus. Erstmal auf die Motorhaube vom anderen Fahrzeug laden. Bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Na. Hallo? Okay, ich dachte schon, ich hätte den getötet. Aber der ist gerade schön auf den Kopf gefallen. Jetzt gehen Sie aber wieder auf den Boden hier, ne? Und Sie fahren weiter. Ich mache das übrigens nicht mehr so, dass ich die, wenn die im Auto sind, mit der Waffe auf die ziehe und dann E drücke, dass sie quasi so durch die Windschutzscheibe gestoppt werden können. Sondern ich muss die mal rausziehen, weil mir ist aufgefallen, dass das viel zu einfach ist. Die lassen sich das viel zu einfach festnehmen. Deswegen ziehe ich die auch immer. Ja, sie können eh nicht fahren. Sie haben mir nicht mal. Ne? Arschloch! So. Dürfen nicht fahren. Haben ihre Hände hinterm Rücken. Ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken, der wird kalt. Mann, alles so viele Probleme hier. Ah, sehen wir mal aus hier. Haben wir irgendwie ein kaputtes Auto? Nö, wir müssen nicht reparieren, perfekt. So wie wir das wollen. Oh, guckt euch diese schöne Landschaft an. Schöne Skyline von Los Santos. So, jetzt haben wir heute irgendwie noch nicht so viel Action gehabt. Irgendwie war heute so, irgendwie bis jetzt ist nicht so der Surveillance-Tages. Komm, dann machen wir hin. Vielleicht ist da was Spannendes. Dann Del Piero Beach. Jetzt haben wir uns verfahren, ne? Lassen Sie sich mal wieder nochmal durch. Code 2 oder Code 3, ne? Surveillance-Target klingt eher so nach Code 3. Fahren wir mal Code 3 hin. Officer, follow the suspect to the. Stürzt das Ding schon wieder ab. Das gibt's nicht. So stürzt das ab. Was ist denn heute los hier, ey? Oh, wir reload all plugins. Nerv. Ja, komm, hau raus. Ja, jetzt muss auch wieder ein bisschen. Irgendwie stürzt das heute ein bisschen öfter ab. Aber gut. Das kümmert uns eh nicht. Das geht ja eh schnell wieder. Weil liegt einfach gerade am Save. Quasi. Das heißt, wenn ich das Spiel neu starte, vielleicht ist es dann wieder weg. Wenn es aber in der nächsten Folge auch so ist, dann weiß ich, dass ich diese Autotextur-Mod raushauen muss. Achso, den Einsatz sogar noch aktiv. Jetzt fahren wir komplett falsch, Alter. Jetzt fahren wir im Gegenverkehr. Scheiße, das war also eigentlich nicht geplant. Ja, es tut uns jetzt leid. Wir müssen mal eben kurz auf die richtige Seite. Wobei der Herr da vorne fährt auch im Gegenverkehr. Also von dem ist das eh. Ah, nee, der fährt gar nicht im Gegenverkehr. Jetzt fährt er im Gegenverkehr. Bleiben Sie bitte mal stehen. Nee, da bleiben Sie nicht stehen. Sie fahren jetzt bitte mal auf die andere Spur hier. Und fahren dann mal rechts ran. Oder links ran. So, Surveillance-Tag, ja, gehen wir erstmal so hin. Guten Tag. Einmal bitte Ihre ID. Genau, Kiflom. Menu, Suspect, Records, Check. John Statham, oder? Schreibt man das so? Ja, schreibt man so perfekt. License, Valorant, Deference. Ja, dennoch sind Sie gesucht. Das heißt, ich werde jetzt Sie fragen. Hallo? Ach komm, den steig einfach mal aus hier. Ich verstehe nicht, wieso das manchmal so ein bisschen buggt. Dann muss ich jetzt kurz mit irgendwas auf den Ziel. Am besten mit der Taschenlampe, damit das ist nicht so brutal. Dann machen wir raus hier. Na, jetzt bleibt. Was? Das merke ich mal. Okay, Verfolgung. Das ist nicht meine Verfolgung. Aber ich verfolge den jetzt, weil da ist abgehauen. Also müssen wir das jetzt mit Gewalt machen. Bleiben Sie jetzt bitte stehen. Bleiben Sie mal stehen. So, gehen Sie mal raus hier. Ich gebe Ihnen noch eine Chance.
Jetzt bleiben Sie bitte stehen. Sie werden verhaftet. Ich bedrohe Sie mit der Taschenlampe. Ich meine, was anderes, ne? Bei der Taschenlampe würde ich mich auch verhaften lassen. So. Nur mein Transport für Sie. Sie werden nämlich gesucht. Vielleicht wissen Sie das noch nicht, aber es ist so. Ihr wunderschönes Auto wird abgeschleppt. Weil, das verstehen Sie ebenfalls nicht. Und Sie werden auch abgeholt. Ich trinke nochmal ein Stück von meinem Kaffee. Ah. So. Wo sind die Kollegen? Die sind da hinten. Okay, perfekt. Und wir fahren so lang weiter. Und dürfen jetzt aber einmal reparieren. So. Ja, komm, wir fahren mal hier über Rot. Achso, by the way, es kam wieder eine Diskussion auf. Wieso ich denn manchmal über Rot fahre und manchmal. Und ich soll doch realistisch spielen und blablabla. Es gibt zwei Gründe, warum ich das nicht tue. Also über rote Ampel fahren und diesen Hardcore-Realismus hab. Also das mache ich nicht. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich vor ein paar Folgen, das heißt vor ein paar Folgen, vor 10 Folgen oder so, meine Umfrage gemacht habe, ob ich das machen soll. Die Antwort war, glaube ich, sogar einstimmig auf Nein. Also die Leute, die sich dazu eine Meinung bilden, oder diese Leute, die da mitentscheiden, da sagen die meisten Nein. Das ist echt nur ein Bruchteil, der das möchte. Zum einen das. Und ich kann halt nicht jeden berücksichtigen. Ich hoffe, das versteht ihr. Und zum einen, und zum anderen würde das, wie auch schon einer geschrieben hat, viel zu lange dauern. Das heißt, ich kann es euch mal vorstellen, vorzeigen hier, so, ich würde es hier an der Ampel stehen. Könnt ihr gerne mal gucken, bei welcher Sekunde an der Ampel gestanden bin. Und jetzt stehe ich immer noch. Und jetzt stehe ich immer noch. Und jetzt stehe ich immer noch. Also können wir auch eigentlich mal gleich rechts blinken, aber wenn der ultra-realistisch hier quasi spielen. Aber rechts darf man eigentlich abbiegen in den USA, aber das lassen wir jetzt mal, weil es geht ja ums Prinzip. Das stehe ich immer noch. Jetzt stehe ich. Jetzt gucken wir jetzt mal fahren. Jetzt fahren wir hier rüber. Rennt das jetzt auch grün? Oh, das wird rot. Das tut mir aber leid. Jetzt müssen wir wieder stehen bleiben. Stehen wir immer noch? Ich stehe mir. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine, ne? Also ich glaube, da würden wir wirklich einen Großteil der Folge an der Ampel stehen. Und ich meine, gut, dafür ist der echte Straßenverkehr zuständig. Das regt mich schon in echt auf, wenn man immer an der Ampel stehen muss. Brauche ich das nicht noch im Spiel, ne? Das hoffe, das versteht ihr. Jetzt würde ich gerne irgendwie Traffic Stop Backup. Perfekt, so. Genau. Achso, wir haben hier Traffic Stop Backup. Bäh. So, wir fahren mal rüber. Und Code 2, glaube ich, ne? Ja, genau. Okay. Gut, sowas sollte ich natürlich vermeiden, dass ich mal auf die andere Spur rauskomme. Das sehe ich ein. Da sollte ich vielleicht an meinem Fahrstil ein bisschen arbeiten. Aber rote Ampeln, ich kann das nicht. Ich kann ja vielleicht mal als Spaß ein Special machen, wo ich realistisch spiele. Aber wenn ihr das wollt, kann ich es gerne mal aufnehmen. Aber ich glaube, das ist nicht so toll. Aber wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Mache ich es halt einfach mal. Ja, der flüchtet. Das heißt, wir rufen hier Local Air Support und Local Patrol. Ah, lassen Sie mich. Ah! Okay, lässt mich nicht vorbei, aber es war zu spät. Und jetzt hängt er sich da vorne auf, oder was? Oh, das tut mir leid, dass ich die Tür geschrottet habe. Dann steigen Sie. Ah, nein, 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 steigen Sie aus. Gehen Sie auf den Boden. Bleiben Sie. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Ey! Jetzt gehen Sie auf den Boden. Ja, 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 ja. Jetzt gehen Sie auf den Boden. Das gibt's doch nicht. Jetzt legt sie sich. Okay, so, jetzt, mein Gott. So, sie sind verhaftet, weil sie geflüchtet sind. Sie haben sich der Verhaftung widersetzt und ich bug im Auto. Okay. So, und ich muss das Ding immer abschleppen. So, wir machen die Tür jetzt zu, weil. Ah! Jetzt gehen Sie bitte. Steigen Sie hier nicht auf. Wieso tötet man die Leute instant? Was geht hier eigentlich schon wieder ab? Jetzt ist der Typ tot. Und die Polizei fährt im Abschlepper. Abschlepper, bitte verfahren Sie nicht. Ah! Was geht hier? Was geht hier ab? Jetzt. Hier, warte. Na! Nein, das tut mir leid.
Alter, ich krieg hier einen Anfall. Na gut, ich würde sagen. Oh nein. Ey, ey. Weißt du, Hauptsache, der geht nicht direkt. Pass auf. Sie gehen jetzt erstmal auf den Boden. Nee, sie gehen auf den Boden. Gehen sie auf den Boden. Oder so wollen sie entweder Kollege hier. Ja, das wollen sie auch, glaube ich, nicht. Wir werden natürlich auch mitgenommen und für den hier brauchen wir jetzt einen Leichenwagen. So, wir stehen hier, glaube ich, auch ein bisschen im Weg. Pass auf. Ich. Na, nicht da einsteigen. Ah! Das gibt's doch nicht, Alter. Hier geht wieder Party ab. Boah, die Reifen sehen so schön aus. Also wie gesagt, wenn es in der nächsten Folge immer noch abstürzt, dann muss ich auf jeden Fall den Mod raushauen. Aber ich würde sie halt gerne drin lassen, weil die Reifen so schön aussehen. Und auch die Texturen allgemein auf den Fahrzeugen sind einfach hochauflösender, wie man hier, glaube ich, ganz gut sehen kann. Oder hier auch die Reflexionen sind hochauflösender, was sich auch an den Rädern vor allem zeigt. Aber gut, das ist ja kein Grafik-Showcase. Oh, guck mal, das da, okay, das sieht schon nice aus, hier die Spiegelung. Also zumindest von der Auflösung her, im Vergleich zur Wendler-Spiegelung. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns bei einer weiteren Folge von LSPFR. Bis dahin. Ja, haut rein, macht's gut. Tschüss.